Hey, ihr super gechillten Zeitbeherrscher, ich bin der Bruga und ihr seht hier Control. Ist heute rausgekommen und ich durfte es mir letzten Montag schon auf der Gamescom ansehen. Genauer gesagt im Doc One, da wurde ich von Nvidia eingeladen. Also liebe Grüße an den Juan und danke, dass ich spielen durfte. Vielen lieben Dank. Und jetzt seht ihr das, Leute. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr das Spiel gerne über den Link in der Videobeschreibung kaufen oder Kanalmitglied werden. Das sind unter anderem schon Mr. Let's Walkthrough, Patrick K., TWD Mr. Wayne, Stefan, Hans, Caruso, Nixstar, Prinzessin Zelda, Niki Z., Sora Damin und einige andere. Vielen lieben Dank an euch. Ihr seid immer super Unterstützer. Und natürlich auch andere, die schreiben und so weiter. Aber jetzt genug Geschwafel. Wir fangen ein neues Spiel an, würde ich sagen. Text Deutsch. Ja, ich mache den Untertitel mal an, für die, die vielleicht nicht so gut hören. Oder ja, man ist halt oft so, dass die Leute nuscheln in Spielen. Deswegen, ja, viel Spaß jetzt, Leute. Ich freue mich tierisch darauf. Remedy hat übrigens auch Alan Wake gemacht, so als kleine Referenz für euch, falls ihr nicht wisst, was die sonst gemacht haben. Viel Spaß jetzt! This is gonna be weirder than usual. Can't be helped. You called me. So here I am. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room and there's a poster on the wall. We stare at it and we think that's the whole world. The room and the poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie, what is it called? The prison movie. The room's a cell and the picture, it's different. For each of us, it can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie, something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Why did you bring me here? Oh, sieht das cool aus, Leute. Hello? Ja. Anyone here? Also man muss nochmal dazu sagen, Remedy, das sind die Leute, die Alan Wake gemacht haben. Und ich habe mit einem der Entwickler gesprochen. Ich glaube, die kommen aus Finnland. Bin ich ganz sicher. Oh, guck mal, die Bilder sind sehr komisch. Und ich habe ein bisschen mit ihnen geschimpft, weil ich habe gesagt, was geht denn jetzt Alan Wake mal weiter? Und... Ja, das Problem ist eben, die haben die Marke verloren an Microsoft und haben sie jetzt aber wiederbekommen und man könnte vielleicht mutmaßen, dass irgendwann Alan Wake mit Teil 2 endlich abgeschlossen wird, weil nach American Nightmare ging es ja erstmal nicht weiter. Aha. Erinnerung, verbotene Gegenstände. Ich spiele sowieso auf Englisch, weil, ja, die deutsche Synchro ist leider nicht sehr gut. Muss ich jetzt mal so sagen, die ist leider nicht die beste. Federal Bureau of Control, also nicht das FBI, sondern das FBC. Erinnerung, bestimmte Objekte sind innerhalb der Behörde nicht erlaubt. Jüngste Vorfälle haben eine Auffrischung über die verbotenen Materialien notwendig gemacht. Das wären unerlaubte Waffen, Pager, Laptops, Smartwatches, Smartphones, smarte Spielgeräte, alles andere smarte, Bleistifte, HB. Alle Objekte, die als ikonische Repräsentation eines archetypischen Konzepts gelten, zum Beispiel Gummienten und Ketchupflaschen. Was? Warum? Alle Materialien, die von der Behörde untersucht werden, müssen durch private Eingänge hereingebracht werden.
Wenn Sie beobachten, dass Lobbymitarbeiter gegen diese Richtlinien verstoßen, informieren Sie bitte sofort Ihren Vorgesetzten. Toll, jetzt soll ich ein bisschen Switch spielen. So Breath of... Was? Warum geht die Tür von alleine auf? So Breath of the Wild oder sowas, weißt du? Und dann sowas hier. Bin echt enttäuscht. Ja, also wie gesagt, die deutsche Synchro... Ah, ich hab mal kurz reingehört. Es ist leider... Also so leid es mir tut, mir blutet das Herz. Ich bin echt ein Verfechter deutscher Synchros, aber... Es ist echt nicht gut gewesen. Tut mir wirklich leid. Ich glaube, sie hat die Stimme von Meryl von Metal Gear Solid 1. Zumindest kam es mir bekannt vor. Und ich habe auch schon damals Alan Wake. Oh, habe ich auch schon auf Englisch gespielt aus dem Grund. Also tut mir leid, ich habe extra große Untertitel eingeblendet. Es sollte kein Problem sein, hoffe ich, das zu lesen. Ausgabenüberblick, Geschäftsleitung Q2. Hauptausgaben, Personal, Überwachung, ist geschwärzt, Datenzentrum, Initiative, Bau. Nebenausgaben, Büromaterial, Hausmeisterkosten, Fungusentfernung, Hauptquartier, Unterhaltskosten, Aufschlüsselungstabelle der Kosten auf Seite 5 des 5-Jahres-Vergleichsdiagramm auf Seite 9. Das, ich komme mir vor wie auf so einer deutschen Behörde irgendwie. Also jetzt ohne das Geschwärzte, aber... I saw it a long time ago. I keep seeing it in my dreams. Alles klar. Also wir können hier wahrscheinlich wieder so ein sehr tiefgründiges, schweres, metaphysisches Abenteuer erwarten. Aber ich find's total geil. Ach, guck mal. Wer ist das? Head of Research Dr. Casper Darling. Oh, Dr. Darling. Guck mal, das haben wir auch gesehen. Ist das ein Wachmann? Nee, das ist ein Hausmeister. Our Bureau at Work. Das ist Director Zachariah Trench. Die sehen sich ziemlich ähnlich, die beiden, oder? Na gut, die haben beide so ein Goatee und eine Brille, also... Na gut, er hat keinen Goatee, er hat nur ein Schnurrbärtchen. Und ich kann rennen. Hallo, ich kann rennen. Oh, Toilettenbonus. Ist aber niemand da. Ich bin schon mal gespannt, also ich habe jetzt so vom Anspielen das Gefühl gehabt, es ist sehr actionreich. Das könnte... Bureau of Control. All these years I've been looking for them and they were hiding in plain sight. Ich würde gerne mal wissen, also ich glaube, es ist wieder so, wir werden hier reingeworfen und finden erst später heraus, um was es geht, so wie halt auch in Alan Wake. Da waren ja dann vorher schon so Story-Details, mit denen wir gar nichts anfangen konnten, die wurden dann erst später aufgedröselt, mehr oder weniger. Aber ich finde leider, am Ende waren noch mehr Fragen als Antworten nach American Nightmare. Was steht da? Pistachios? Pistachios? Pretzels? Die sind alle ohne Logo und ohne bunte Verpackung. Wahrscheinlich wegen der Marken, die sie da erwähnt haben, die ikonischen Sachen. Wie Ketchupflasche und Gummientchen. Oh, Schriftverkehr, Sicherheitsanordnung. Federal Bureau of Control. Achtung an alle Mitarbeiter. Ein Hai in seinem, was? Obwohl sichere Genehmigung zum nach einfachem Protokoll erschießen. Viel Glück. Was? Ein Hai? Warum ist das alles geschwärzt? Das ist bekloppt. Aber vielleicht ergibt es ja noch Sinn. Wie gesagt, ich weiß schon ein bisschen mehr. Alleine durchs Gameplay habe ich da was erfahren. Wenn man so von den Fähigkeiten, die sie... Na, ich will nicht zu viel verraten. Ich weiß ja auch nicht mehr. Erinnerung R4-Berichte. Federal Bureau of Control. So spricht man es aus. Hallo. Wie Sie jetzt alle wissen sollten, sind die R4-Berichte am Ende dieser Woche fällig. Wir warten immer noch auf Berichte von einer ganzen Reihe von Leuten. Wenn Sie eine Verlängerung brauchen, fordern Sie bitte das Formular R4E bei Ihrem Vorgesetzten an. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie keinen R4 einreichen müssen, dann benötigen Sie eine schriftliche Genehmigung von Ihrem Vorgesetzten, die das bestätigt. Vergessen Sie nicht, dass R4 nach Abschnitt 75.2 des Handbuchs für Mitarbeiter obligatorisch sind. Sollten für Ihren R4 abteilungsübergreifende Forderungen benötigt werden, dann kontaktieren Sie bei Bedarf bitte den entsprechenden Abteilungsleiter. Es wären Dr. Darling, Miss Marshall, Mr. Salvador oder Mr. Kirkland. Sie werden am Donnerstag mit Ihrer jährlichen Überprüfung der Richtlinien zu tun haben, also planen Sie bitte entsprechend. Beste Grüße, Ihr Team von der Verwaltung. Oh Gott, ich sag ja, deutsche Behörde. Passierschein A38. Ah, das waren ja die Italiener. Hello? Oh, ich würde sagen, ich höre doch jemanden hier. Da singt einer, oder? Alter Schwede, ist das der Hausmeister vom Bild? Warum sind die Bilder hier so... Jetzt sind schon wieder so Sir and Madam, da diese TV-Serie, die war super lustig. Hey,
Excuse me. There you are. You are here about the job. Janitor's assistant. You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. You'll work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, then you are no relevant. There be work for the axe. Take them behind the sauna, you mallout. Was? I've done enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Was? Ahti the janitor is a friendly face in my book. Better than somebody with no face at all. Think about it. No face. But that said, I know what you're thinking. If there's an axe murderer around, that's him. Hat er gerade unsere Gedanken gelesen? Was ist hier los? Sie hat das doch gerade zu sich gesagt. Er hat ein freundliches Gesicht. Alter Schwede, was... Oh Gott, Leute, ich finde das gerade total unheimlich, aber geil. Warte mal, hier weicht... Nee, das sieht alles nur so gleich aus. Ich bin Stockwerk... Nein, warte mal. Bin ich jetzt zurückgegangen? Bin ich bescheuert? Weil die Bilder... Okay, also irgendwie ist er wirklich seltsam, Ahti. Na, soll ich da rein? Ich weiß ja nicht. Ich hab... Okay, was? Bin ich jetzt... Ich verstehe es nicht, Leute. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Nein, das kann... Ich bin doch nicht verrückt. And the poster. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Will you help? Nein. Ich bin doch nicht verrückt. Und jetzt geht's erst richtig los, Leute. Das sollte uns, glaube ich, nur verwirren. Aber viel Spaß. Okay, also insgesamt hat es mich jetzt noch mehr geschockt, irgendwie dieses Intro. Das war einfach nur brrr. Did I lose you there for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. Okay, was? Ja, Sam Lake, das ist derselbe Typ, der auch Alan Wake natürlich geschrieben hat, die Story. Ist immer ein bisschen sehr verwirrend, aber ich mag seinen Stil irgendwie. Der ist immer so... Alarm? Multiple Containment Breaches detected. Oh Mann. Ich sag's dir gleich dazu, ich spiele mit Gamepad. Also wenn ich Kacke spiele, dann hat das Gamepad nichts damit zu tun. Ich kann's auch so nicht wahrscheinlich. Erinnerung, genehmigte Begrifflichkeiten. Bitte was? Verfassen von für die Öffentlichkeit bestimmten Materialien. Bitte halten Sie sich an die folgenden Richtlinien, wenn Sie Todesmeldungen in Zusammenhang mit dem Willow AWE verfassen. Zu verwendende Wörter, Wendungen. Im Dienste seines Ihres Landes, bedauern, stolz, stolz sein, wird nicht vergessen. Zu meidende Wörter, Wendungen. Alaska, Schere, Blut, Bluten, Verlust, Entschuldigung, Verzeihung. Okay. Warte mal, da war doch noch was. Missionen. Du hast keine Gegenmaßnahmen des Rats. Was? Gegenmaßnahmen? Ich verstehe es nicht. Willkommen im ältesten Haus. Jesse Faden kommt im ältesten Haus an, dem Hauptquartier des Federal Bureau of Control, um Antworten auf die Geheimnisse ihrer Kindheit zu finden. Krass. Also... Okay, ich brauche mal einen Key. Warum kommen wir die ganze Zeit... Sind das alles automatische Türen? Ich finde das total
unheimlich. Und irgendwie auch ein bisschen komisch. Hauptsächlich unheimlich. Ah, da liegt was. Nichts für mich. Central Executive. Die haben nicht noch Rohrpost? Gibt's das heutzutage noch? Kennt sich da jemand von euch aus? Arbeitet jemand von euch in der Geheimbehörde? Na? Federal Bureau of Control. Also erstmal Trench, bitte nicht stören. Barbara, ich darf nicht gestört werden. Bitte sagen Sie für heute meine gesamten Termine ab für die restliche Woche. Ich kann Ihnen allein... ich kann Ihnen allen nicht vertrauen, Barbara. Keinem einzigen. Trench. Was ist doch denn? Wow. Ich wollte sagen, das ist doch der Chef der Forschung hier. Nee, das war Dr. Darling. Trench war der ganz komplette Chef des Bureaus. Shit. Oh, Kacke. Shit, shit, shit. Boah, guck mal hier, ich hab... Me to pick it up? The murder weapon? Ja, really? Warum nicht? Huch. Ich weiß nicht, das hast du jetzt gesagt, Jesse. Something's outside. Was coming here, a mistake. Ja, du weißt schon, wenn wir die jetzt aufheben... Oh Gott. Hat sich einfach mal den Kopf weggeballert. Dann sind wir auf jeden Fall schon mal... eine Tatverdächtige. And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one, ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you, you're it. Look at this place. Was? Where am I? Die Astralebenen-Herausforderung. Was, wir müssen wählen, ob wir die Auserwählte sind? Oh Leute, ist das krank? Das geht jetzt schon so krass los. Ist das Spiel nicht vielleicht doch von Kojima? Okay, es gibt auf jeden Fall mehr Geklettere. Oh, die ist ganz schön flink. Sie ist flinker als Alan Wake. Oh, Psychschlag. What? What? Oh, diese Kügelchen. Ich glaube, das ist Lebensenergie. Die können wir wieder aufsammeln. Und nur? The same gun. Oh. Hat das was mit Aliens zu tun vielleicht? Oh Mann, ist das krass. Okay. Now I have a gun. Die Amtswaffe. Guck mal, wie die zittert. Oh, die lädt sich... Ja, ja, genau, die lädt sich von selbst auf. Es ist ein bisschen seltsam übrigens, das mit der Munition. Das habe ich auch beim Anzocken festgestellt. Aber ihr werdet noch sehen, was ich meine. Oh, ich spiele so schlecht mit Gamepad. Aha. Die Waffe, die lädt sich mit der Zeit selber wieder auf. Gegner lassen Lebenselemente fallen, wenn sie Schaden erleiden. Sammeln Lebenselemente, um Leben zu regenerieren. Das brauchen wir aber nicht.
something's coming. This threat. An attack. Duty as director. Keep the Bureau safe. Did you hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. Happy to be here. Ja, bin ich auch. Down outside. Tierisch vor bin ich. Okay, man muss... Ja, es ist so eine Art Open World, so eine Art Open Building, was ich jetzt auch... Wow. Was ich jetzt auch so beim Anzocken gesehen habe. Ich glaube, wenn es so weitergeht, ich probiere es mal ganz kurz vielleicht mit Gamepad. Mit Tastatur, nicht mit Gamepad, meine ich, weil Gamepad ist immer so eine Sache. Oh. You can't let this happen. 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 You stopped it. You. Oh, thank you. That was horror. Schade, ich wollte sagen, schon ein bisschen geil, aber... Oh oh. Nee, ich glaube, mit Tastatur komme ich genauso wenig zurecht. Aha. Die Fischerwache. Fotografie von Direktor Trench. So viel wird vom Direktor erwartet. Die Verantwortung, das Vorrecht, Zachariah Trench. Fallakten, Amtswaffe, Isolationsprozedere, kein besonderes Prozedere nötig. Beschreibung, Parautilität. Die Form des Objekts ist variabel. Wenn es gebunden wird, ermöglicht das Objekt Parautilitarien, was ein Wort, geschwärzt. Dieses Objekt darf nur von Personen gebunden werden, die die Rolle des zu übernehmen suchen, vielleicht des Auserwählten oder Direktors. Das Objekt bestimmt, ob... Abgelehnte Bewerber werden dabei eliminiert. Dieses Prozedere wird vom diktiert, obwohl die Kriterien unbekannt sind. Hintergrund. Das Objekt wurde im ältesten Haus entdeckt, in dem Raum, der jetzt als Büro des Direktors dient. Es wird allgemein angenommen, dass viele Formen in der Geschichte, Mjölnir, Excalibur, Varunastra, alle Waffen, die ihren Besitzer, ja, wenn Objekte der Macht die Konvergenz der Kräfte sind, die auf dem kollektiven Unterbewusstsein basieren, dann kann dies die ursprüngliche Manifestierung dieses Ereignisses sein. Wenn das der Fall ist, weitere Informationen in Dr. Darlings Präsentation 11.1. Krass, oder? Also... Wie soll ich das jetzt verstehen? Wir sind die Auserwählte und die Waffe manifestiert sich so, wie wir sie gerade brauchen. Also wären wir jetzt in einem anderen Jahrhundert, in einem anderen Zeitalter, dann wäre es zum Beispiel jetzt Excalibur geworden oder Mjölnir, der Hammer von Thor oder wie... The hotline. Secure line of communication. Hey, die Stimme. Guide us. Reach the hotline. Max Payne oder was, hä? Ist übrigens auch von Remedy. Max Payne. Oh. Dead man? Okay. Ja, die fallen ja alles kaputt. Okay. Boah. Das sind die Wachmänner. Nee, was ist das denn? Nicht definierte Werte. Material. Du hast keine Berechtigungsstufen. Oh nein. Und Sammlerobjekte, habe ich noch was bei Multimedia. Objekte der Macht. Objects of power
can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Ich glaube, das hatten wir eben. Na gut, Leute, ich mach mal Schluss. Ich muss das Ganze noch rendern und ich weiß nicht, wie lange es dauert, weil irgendwie spinnt mein Computer, seit ich ihn umgeräumt habe. Ja, es wäre schön, wenn ihr mir ein Like auf die Folge gebt und wieder einschaltet zu Control. Die nächsten Parts werden länger. Ab dafür. Danke, tschüss, macht's gut.